Grüß euch. Mal wieder ein neues Video. Und wie ihr seht, wir sind wieder unterwegs mit der APTM. Auf dem Weg nach Wellheim im Urdonautal. Weil da ist heute wieder großes APTreffen. Waren wir ja doch auch schon des Öfteren. Aber ist immer wieder schön. Und naja, geht's dieses Jahr wieder hin. Schauen wir mal, was wir unterwegs alles entdecken und wie das dann da wird. Und ihr seid natürlich wie immer herzlich eingeladen mitzukommen. Oh, wir nähern uns dem Ziel, wir sind fast da. Einmal hier quer durch die Landschaft und dann haben wir es geschafft. Nun, jetzt sind wir da. Schauen wir mal, was wir hier heute alles zu sehen kriegen. Festival sicher ist das Ding schon mal. Das ist doch schon mal was. Ein interessanter Custom-Koffer. Und die Häkelbiene ist auch dabei. Sehr schön. Hocken wir auf der Pritsche vom Cargorunner und fahren ja immer was treffen Gelände. Das ist eine geile Sache. Über die mittlere Reihe noch durchfahren? Können wir machen. Aber der Kinder hat 100 Spaß.
Der älteste Traktor, das ist der Bernd Bügler mit einem Fendt F12, Baujahr 1953. Der wird wahrscheinlich schon heimgefahren sein. Wir haben die Adresse, wir werden ihm auf jeden Fall die Urkunde zuschicken. Dann machen wir weiter mit dem ältesten Vierrad. Das ist der Rutger Huber. Und zwar kommt der aus Mörnsheim und es ist ein Mercedes E12 Kübel. Baujahr 1931. Der ist auch schon weg. Gut, dann haben wir das älteste Zweirad, der ist da, das weiß ich. Und zwar ist das der Otz Thomas aus Gummerding mit einer NSU OSB 251, Baujahr 1938. Jetzt aber den großen Ausklatschen. Das Ding ist fast so alt wie der Fahrer, gell? Dann haben wir das älteste Dreirad. Das ist der Steiner Robert aus Pöttnes. Der hat eine Piaggio Ape MP500, Baujahr 1970. Ja, wir werden uns jetzt mal langsam auf den Weg nach Hause machen und war wie jedes Jahr ein schönes Treffen. Es ist immer wieder schön, hier nach Wellheim zu kommen. Und nun ja, damit geht dieses kurze Video jetzt dann auch zu Ende. Ich wünsche euch wie immer gute Fahrt und bis zum nächsten Mal. Tschüss!